liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen nun ein Lied über Deutschland bringen. Und es mag Ihnen ungewöhnlich erscheinen, dass ein Schlagersänger, kann ich ihn auch Liedermacher nennen, einen Text geschrieben hat, der von allen, egal welcher politischen Richtung man uns zuneigt, eigentlich akzeptiert werden kann. Es ist Gunter Gabriel. Sein Titel heißt Deutschland ist. Gunter Gabriel war Straßenbauer, Lastkraftwagenfahrer, Möbelpacker. Er hat eine Lehre als Maschinenschlosser absolviert. Wenn er also eine Fernfahrerballade bringt, dann weiß er, wovon er singt. Oder wenn er sagt, hey Boss, ich brauche mehr Geld, dann ist das nicht einem Arbeiter nachempfunden, sondern erlebt. Deutschland ist. Ja, was ist Deutschland? Die Antwort gibt uns Gunter Gabriel. Deutschland ist die Elbe bei Cuxhaven, das grüne Gras im Allgäu, der Timmendorfer Strand, der rote Fels von Helgoland. Deutschland ist Goethes Haus in Weimar, das Porzellan aus Meißen und die Fischer von Schwerin und der Kudamm in Berlin. Deutschland ist Hermann Prey und Maffei, die Knef und Nina Hagen, Kneipen voller Qualm und Liebe auf der Alm. Schwarz wie die Kohle im Revier, rot wie die Lippen der Mädchen hier, gold wie der Weizen, gold wie das Bier. Das sind die Farben von dir. Deutschland ist Heinrich Böll und Simmel, Lindenberg und Rühmann und der alte Vater Heuss und der Maler Josef Beuys. Deutschland ist Bundesligaspiele, der HSV und Bayern, Köln und Werder Bremen, FKK und sich nicht schämen. Deutschland ist ein Schäfer in der Heide, Pferde auf der Weide, Mut nach vorn zu sehen und die Krise überstehen. Schwarz wie die Kohlen im Revier, rot wie die Lippen alter Mädchen hier, gold wie der Weizen, gold wie das Bier. Das sind die Farben von dir. Deutschland ist nicht nur im Paragraphen, wach sein und nicht schlafen. Deutschland ist ein Stück von dir. Deutschland sind wir alle hier. Deutschland ist in den Menschen, die wir lieben, in dem, wie wir sind und leben. Und was wird aus diesem Land? Das liegt ganz in unserer Hand. Das liegt ganz in unserer Hand. Das liegt ganz in unserer Hand. Yeah. Ich stehe auf Deutschland. Ah. Deutschland ist Gunter Gabriel. Ich glaube, wir können ihm noch einmal gratulieren. Er ist seit 6 Tagen verheiratet. Wir gratulieren nachträglich. Ja.